Ja, vielen Dank für die Anmoderation und wir haben uns hier sehr über die Einladung gefreut und sorry, bewegt sich gerade leider von selber. Wir haben uns sehr über die Einladung gefreut und auch über die Fragestellung, inwieweit sich das Modell des Mietshäuser-Syndikats auch für studentischen Wohnraum in Köln eignen würde. Und Jessin und ich aus der Neuerburg, wir stellen heute zuerst einmal das Grundkonzept des Mietshäuser-Syndikats, wie das eigentlich funktioniert, vor. Und im zweiten Teil wird dann Kilian vom Collegium Academicum deren Projekt im Detail als Beispiel für ein selbstorganisiertes Wohnheim vorstellen. Erst einmal ganz grundlegend die Frage, was ist das Mietshäuser-Syndikat eigentlich? Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss von aktuell 174 Hausprojekten, die über ganz Deutschland verteilt sind. Und das Ganze funktioniert nach diesen drei Grundprinzipien hier, also die Neutralisierung von Eigentum. Das bedeutet konkret, dass alle Häuser im Gemeineigentum sind, sie nicht im persönlichen Besitz sind und auch nicht wieder reprivatisiert werden können. Wie das im Detail funktioniert, werden wir jetzt gleich auch erklären. Dann sind noch wichtig dauerhaft gleichbleibende und bezahlbare Mieten, durch die eben die Kosten der Finanzierung und auch die Instandhaltung der Häuser gedeckt sind. Das Ganze soll für alle erschwinglich sein und daher gibt es eben auch keine Einlage der BewohnerInnen. Das Ganze findet statt in einem solidarischen Projektverbund, wo eben die etablierten Projekte, neue Projekte vor allem mit Know-how unterstützen. Und das Ganze läuft ab in Selbstorganisationen, wo sich eben die BewohnerInnen und NutzerInnen der Häuser selber organisieren, ihre Häuser selber verwalten und auch alle zentralen Entscheidungen eben selber treffen. Und entstanden ist das Ganze eigentlich daher, dass es bereits in den 70er und 80er Jahren viele Hausprojekte gab, die sehr häufig aus Besetzungen entstanden waren. Und diese boten aber überhaupt gar keinen Schutz vor Reprivatisierung, selbst wenn sie legalisiert waren. Der Fokus war auch meistens auf dem einzelnen Hausprojekt. Es gab da kein Anstoßen neuer Projekte innerhalb, was jetzt institutionalisiert in den Strukturen drin gewesen wäre. Und vor diesem Hintergrund gründete sich dann eben Anfang der 90er Jahre in Freiburg das Mietshäuser-Syndikat, was dann basierte auf Strukturen von und Wohnprojekten, die schon vorher ab den 80ern entstanden waren. Es gab dann auch um die Jahrtausendwende schon erste Projekte außerhalb der Region Freiburg und auch außerhalb Baden-Württembergs. Heute eben bundesweit und vor allem im letzten Jahrzehnt kann man hier eben ein sehr starkes Wachstum sehen, was sicherlich auch eine Reaktion ist auf eben steigende Mieten in den Großstädten, die wir leider alle kennen, und auch Verdrängungsprozesse. Ja, heute sind wir dann eben, wie gesagt, bei 174 Projekten in ganz Deutschland mit circa 4.500 Menschen, die darin wohnen, wobei eben nicht alle Projekte reine Wohnprojekte sind. Die Investitionssumme beläuft sich auf mittlerweile mehr als 280 Millionen Euro. Und auch in der ganzen Geschichte musste erst ein einziges Projekt Insolvenz anmelden aufgrund stark gestiegener Baukosten. Und das Konzept des Mietshäuser-Syndikats hat mittlerweile auch internationale Ableger gefunden. Also es gibt jetzt auch in den Niederlanden, Österreich und Frankreich jeweils eigene Dachverbände, eben angepasst an die nationalen rechtlichen Gegebenheiten. Und die sind wiederum mit dem Mietshäuser-Syndikat vernetzt durch gegenseitige Vereinsmitgliedschaften. Und wie das Ganze im Detail funktioniert, wird nun Jestin einmal vorstellen. Ja, hallo auch von mir. Die Maus funktioniert, oder? Ich kann damit so. Genau, ja. Auf jeden Fall. Okay. Gut. Genau, es wird jetzt eine Herausforderung, das kurz zu machen, aber nicht zu kurz. Der Gedanke ist nämlich, dass man mit recht festen Gesellschaften, wie zum Beispiel GmbHs, hantiert, um das große Ziel des Syndikats umzusetzen, nämlich eine Sperre oder ein Veto des Syndikats gegen Hausverkauf. Darum geht es im Kern. Ein Haus, das einmal ins Syndikat aufgenommen wurde, darf nie wieder verkauft werden können.
Und dafür gibt es dieses Konstrukt. Das Schaubild zeigt dieses Konstrukt. Ich versuche da jetzt mal durchzuführen. Auf der linken Seite, das sind diese vier, wo zum Beispiel Hausverein 3, das hier 3 steht. Das sind die einzelnen Wohnprojekte. Die BewohnerInnen gründen jeweils einen Verein. Wir zum Beispiel als Hausprojekt sind auch ein Verein. Und dieser Verein ist einer von zwei GesellschafterInnen dieser GmbHs, die in dieser zweiten Spalte von links gezeigt sind. Das heißt, für jedes Haus wird erst ein Verein gegründet und dieser Verein gründet dann eine GmbH, also quasi eine kleine, in Klammern mittelständische Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Beschränkte Haftung deshalb, weil man dann nur für das Eigenkapital haftbar gemacht werden kann. Und das sind bei Syndikatsprojekten, also als Stammeinlage von 20.000 Euro. Die GmbH gehört dem Hausverein nicht alleine, sondern sie gehört auch dieser GmbH, der Mietshäuser Syndikat GmbH. Das ist ein Riesenunternehmen. Marvin hat gerade gesagt, es gibt 174 Hausprojekte. Die Mietshäuser Syndikats GmbH ist Gesellschafterin von allen 174 Hausprojekten. Und zwar mit einer Minderheit, also es sind 49,1%. Aber das reicht, um zu verhindern, dass das Haus verkauft werden kann. Um nochmal kurz auf dieser Folie zu bleiben, das Syndikat, wenn wir das Wort verwenden, ist der Verein des Syndikats. Und das Syndikat trifft sich und fällt Entscheidungen auf Mitgliederversammlungen oder MVs. Die finden ein paar Mal im Jahr statt und stellt ihr euch vor, wie Delegierte von allen Projekten, also hier diese Hausvereine, irgendwelche Gruppen, die das Thema spannend finden, bezahlbares Wohnen und auch ein paar Einzelpersonen treffen sich, weiß ich nicht, 300 Leute in irgendeiner Turnhalle und machen Wochenende Plenum mit so Großgruppenmoderationsmethoden. Und das Syndikat entscheidet auf MVs im Konsens. Ist gar nicht so einfach, um nicht zu sagen extrem schwierig, in manchen Fragen Konsens herzustellen mit so vielen Leuten. Der Verein ist im Besitz von dieser Mietshäuser Syndikats GmbH. Und der Verein entscheidet auch darüber, wer die Geschäftsführung ist von dieser GmbH. Und das habe ich gerade schon gesagt, die große Mietshäuser Syndikats GmbH geht quasi rein in alle Haus. Genau, das nochmal klein dargestellt. Ich mache das mal am Beispiel von unserem Haus. Unser Hausverein ist das. Heißt einfach die Neuerburg e.V., hat die Hausprojekt N4 GmbH gegründet mit einer Satzung, die alle oder für alle Projekte vom Mietshäuser Syndikat genau gleich ist, bis auf die Adresse und das Flurstück und solche Sachen, und hat das Mietshäuser Syndikat als Gesellschafterin mit aufgenommen. Und diese Hausbesitz GmbH ist ab jetzt die, bei uns die Hausprojekt N4 GmbH, das ist das Unternehmen, was das Haus verwaltet. Also wir machen eine Steuererklärung, wir machen Bilanzbuchhaltung, einen Jahresabschluss, den wir an das Syndikat schicken und den ganzen Finanzkram, den man sich wahrscheinlich vielleicht so vorstellen kann, unter wenn man von der GmbH an eine GmbH denkt. Wir haben als Hausbesitz GmbH, wie auch, glaube ich, alle anderen GmbHs, einen Bankkredit und dazu komme ich gleich noch ein paar andere Kredite. Und die haben wir benutzt, um das Haus zu kaufen und um das Ganze zu finanzieren. Und die müssen wir tilgen und die Zinsen zahlen und solche Sachen. Das macht alles diese GmbH. Die Hausvereine gehen mit 12.600 Euro rein in diese Stammeinlage von 25.000 Euro. Das Mietshäuser Syndikat mit 12.400, also einen Tacken weniger. Und das bedeutet de facto, dass das Syndikat jetzt bei so Sachen wie in welcher Farbe streichen wir das Haus oder kaufen wir uns eine neue Kaffeekanne, nicht mitspricht. Das ist denen ganz egal. Denen ist eigentlich fast alles egal, würde ich sagen, außer Eigentumsänderungen. Und da hat das Mietshäuser Syndikat per Satzung
ein Vetorecht in diesen Haus-GmbHs. Das heißt, wenn wir ankommen würden und sagen, unser Haus ist jetzt irgendwie doppelt so viel wert wie vor 2 Jahren oder vor 10 Jahren, lass mal verkaufen, dann würden die sagen, nee, ist nicht. Und deshalb machen wir das Ganze. Also das ist der Sinn dahinter, verkaufen geht nicht. Und so ist das konstruiert. Ich hoffe, das war jetzt irgendwie eine Länge oder Kürze, mit der ihr was anfangen könntet. Sonst können wir gleich bestimmt in den Fragen auch nochmal darauf eingehen, wenn ihr da konkrete Fragen zu habt. Noch 3 Sätze zur Finanzierung. Wenn normalerweise Privatleute ein Haus kaufen, dann machen sie das über diesen dritten Punkt, Eigenkapital, private Mittel. Und meistens wollen die Banken, wenn sie einen Kredit geben, irgendwie einen bestimmten Schlüssel haben, weiß ich nicht, 20% Eigenkapital müssen beigebracht werden oder so. Syndikatsprojekte finanzieren sich explizit so nicht. Also Eigenkapital oder private Gelder von Maren und mir stecken nicht in dem Projekt drin. Damit kaufen wir das Haus nicht, sondern wir kaufen es mit einem Bankkredit. Pi mal Daumen ist der Bankkredit vielleicht so die Hälfte der Kaufsumme, aber das kann auch stark variieren. Und das ist anders als bei anderen privaten Käufen über Direktkredite. Direktkredite sind quasi Verträge, die wir mit Leuten machen, die das Projekt gut finden oder uns gut. Und in den Verträgen ist geregelt, dass die uns eine bestimmte Summe leihen. Kann man auch eine Kündigungsfrist festlegen oder zum Beispiel auch eine Laufzeit von dem Kredit. Und das ist auch verzinst, wenn die Leute das wollen. Also wir geben bis 1,5% Zinsen zum Beispiel auf diese Direktkredite. Wichtig ist zu betonen, dass es Nachrangdarlehen sind. Das heißt, wenn irgendwas schief geht, es gibt eine Insolvenz oder sowas, dann steht die Bank an erster Stelle im Grundbuch, kommt als erstes, in Anführungsstrichen, zu ihrem Recht oder nimmt sich zuerst, was sie kriegen kann, und erst dann werden die DirektkreditgeberInnen bedient. Und das ist eine extrem sympathische Weise der Finanzierung, weil Leute, die das Prinzip gut finden, das sozusagen als Geldanlage nutzen können und irgendwie keine Aktien davon kaufen müssen oder so, sondern bezahlbaren Wohnraum, und zwar also nachhaltig bezahlbaren Wohnraum finanzieren können. Dann gebe ich wieder ab an Maren. Ja, wir wollten jetzt ganz gerne noch einmal Projektbeispiele zeigen. Hier seht ihr jetzt einmal die beiden, es sind leider nur 2 Projekte in Köln, also die beiden Projekte, die wir hier bislang haben. Und die sind auch beide eigentlich recht untypisch für das Mietshäuser-Syndikat. Also die größten Projekte gehen bis ungefähr 200 Menschen. Und wir sind hier 5 und 6 Leute pro Projekt. Einmal hier links könnt ihr die 3 Lessie 3 sehen, in Ehrenfeld, ein Altbau. Der war schon in den 1970er Jahren besetzt und die ehemaligen BesetzerInnen konnten das Haus irgendwann kaufen und haben es dann eben später an eine WG vermietet. Und diese WG hat es dann 2005 gekauft und auch selber in das Mietshäuser-Syndikat überführt. Und damit wohnen die jetzt eben unschlagbar günstig in Ehrenfeld in einem sehr schönen Haus. Unser Projekt hier auf der rechten Seite ist deutlich neuer, in Köln-Kalk auf dem Gelände der ehemaligen Schnapsfabrik. Hat ein Kölner Investor vor etwa 10 Jahren 9 Reihenhäuser gebaut. Und unsere WG wohnte in verschiedenen Konstellationen von Anfang an dort zur Miete. Das Haus sollte dann 2018 verkauft werden. Und wir hatten das Glück, dass wir das eben stemmen konnten, das Haus zu kaufen und Teil des Mietshäuser-Syndikats damit zu werden. Ja, wenn man aus Köln rausschaut, dann sieht man, dass Wohnen im Mietshäuser-Syndikat auch ganz architektonisch auch ganz anders aussehen kann und auch in ganz anderen Größenordnungen stattfinden kann.
Also beispielsweise hier bei mittlerweile recht großen Neubauten in Freiburg oder hier auf dem Areal der Turley Barracks, also ein ehemaliges Kasernengelände der US Army in Mannheim, hier mit Altbauten und einem großen Altbau und zwei Neubauten. Oder hier in Frankfurt die Umnutzung von einem ehemaligen Geschäftshaus nun zum Wohnprojekt im Frankfurter Bahnhofsviertel oder die Grafschaft 31 in Münster, eben auf einem ehemaligen Bauernhof am Stadtrand von Münster. Und das Schöne ist eben, dass sich das Mietshäuser-Syndikat nicht rein auf Wohnen beschränkt, denn das Problem bezahlbaren Raums findet sich ja auch außerhalb des Wohnens, also zum Beispiel für Handwerk, Kultur, Bildung etc. Und von daher haben wir hier auch nochmal diese drei Beispiele mitgebracht. Einmal hier links der Handwerkerhof Ottensen. Da haben sich eben vor einigen Jahren Kleingewerbetreibende aus verschiedenen Baugewerken, aber auch Instrumentenbau und auch kleine Büros zusammengetan. Oder hier das Schicksal in Lübeck, das ist ein kollektiv betriebenes Hostel, Café, Gastronomie, bieten die an oder fungieren auch als Veranstaltungsraum. Oder auch recht in der Nähe von Köln, hier unten im Lila Bund in Zülpich, dort betreibt ein queer-feministisches Kollektiv ein Bildungshaus. Und mittlerweile gibt es auch eine erste Quartiersentwicklung im Mietshäuser-Syndikat, und zwar das Projekt der Alten Feuerwache in Weimar, das, wenn es dann hoffentlich in den nächsten Jahren realisiert ist, eben ein Quartier mit Wohnungen für bis zu 70 Menschen sein soll, aber eben auch Läden, Werkstätten, Café, ein großer Saal. Ja, so viel einmal zu den Möglichkeiten im Syndikat. Ich glaube, wir könnten jetzt hier noch ewig lange Projekte anschauen, aber ich denke, klar geworden ist ja, was mit selbstorganisierten Modellen alles möglich ist, auf eben sehr unterschiedlichen Flächen und in verschiedenen Ausprägungen. Aber was wir hier nochmal sagen wollten, ist auch, dass all diese gezeigten Projekte natürlich sehr positive Beispiele sind, aber eben auch sehr voraussetzungsvoll und auch die Umsetzung einiges bedarf. Also die Hürden, Projekte zu gründen, sind leider weiterhin hoch. Und diejenigen, die es versuchen, sind auch, wie ich das wahrnehme, meistens recht gut ausgebildet und haben auch die Zeit, sich überhaupt so einem Projekt zu widmen. Und trotzdem scheitern eben leider auch immer noch viele Projektinitiativen. Also weil es einfach nicht die Möglichkeit gibt, jeden Preis zu bezahlen, mit gewinnorientierten Investoren mitzuhalten oder auch mit dem Tempo, das vielleicht private KäuferInnen an den Tag legen können, wenn die eben schon ein Eigenkapital besitzen und nur einen Bankkredit brauchen und nicht 50 oder 100 oder wie viele Direktkredite das jeweilige Projekt auch braucht. Einmal zur Zeit, die man so einrechnen sollte. Projekte können wirklich einen sehr langen Vorlauf haben. Und hier rechts seht ihr einmal den Zeitraum bei uns, weil bei uns ging es eben wirklich sehr, sehr schnell. Also unser Projekt ging dann in nur knapp anderthalb Jahren von MieterInnen, die wussten, dass das Haus verkauft werden sollte, in dem wir wohnten, zum Kauf und zum Mietshäuser-Syndikatsprojekt. Das ist wirklich schon sehr, sehr schnell. Und es war auch eine sehr intensive Zeit mit viel Arbeit. Also die drei lässt die drei. Das andere Kölner Projekt hat uns beraten. Wir haben mit Banken verhandelt, mit dem Verkäufer. Wir haben über 70 Direktkredite von Privatleuten eingeworben, haben dafür sehr viel Medienarbeit betrieben, wurden ins Mietshäuser-Syndikat aufgenommen, haben eine GmbH gegründet und schließlich den Kauf auch noch abgewickelt. Und bei vielen größeren Projekten gibt es dann natürlich noch viel mehr Vorlauf. Also wenn man erstmal Überzeugung in der Stadtverwaltung leisten muss, vielleicht um die Flächen zu bekommen. Außerdem sind natürlich interne Gruppenprozesse auch etwas, was man nicht vergessen sollte bei Projekten. Auch das wäre bei uns recht einfach, weil eben unsere Gruppe schon als Wohngemeinschaft davor zusammengelebt hat und bestand. Und trotz dieser Hürden gelingt es glücklicherweise auch immer wieder, dass neue Projekte sich gründen. Und von daher beenden wir jetzt hier einmal den ersten Teil und gehen dann jetzt über zum Collegium Academicum, was eben gerade in der Umsetzung steckt und dann bald auch eines der größten Projekte im Mietshäuser-Syndikat sein wird.
Das ist ganz kurz unser Emblem. Ich wollte erstmal mit der Entstehungsgeschichte ein bisschen angucken, um anzuknüpfen an den schönen Vortrag von der Neuerburg. Hört ihr mich noch? Okay, sorry, weil mein Mikrofon ist gerade verrutscht. Und wollte euch ein bisschen erzählen, wie wir denn eigentlich so zu diesem Projekt gekommen sind. Wir haben eine etwas längere Geschichte. Und das ist vielleicht auch interessant, das mal kurz zu vergleichen. Und dann wollte ich euch kurz einen Überriss über das Projekt geben, indem ich so auf die Kernpunkte unseres Projektes eingehe und dazu noch jeweils ein paar kleine Anekdoten zur Erstbelegung, also so den Auswahlprozess, den wir gerade machen, weil wir ja bald jetzt dann im Juli unseren Erstbezug haben werden in unserem Wohnheim, dann zur Eigenleistung, das ist ein wichtiger Teil von unserem Projekt, das kurz was erzählen und am Ende auch noch ganz schnell die Finanzierung umreißen. Und wir natürlich wollen wir euch dann ganz viel Zeit für die Fragerunde, die Diskussion geben. Damit wir das gleich am Anfang geklärt haben, unser schöner akademischer Name, Collegium Academicum, hat historische Gründe und ist leider immer noch ein ziemlich wichtiger Teil unseres Projekts, weil unser Projektbeginn tatsächlich schon ganz weit zurückliegt, und zwar im Jahre 1945. Da wurde von den Amerikanern im Zuge der Entnazifizierung, da war Heidelberg ziemlich, also die waren im Zweiten Weltkrieg ziemlich weit vorne in den ganzen Nazi-Strukturen, und deswegen wollten die damaligen Uni-Einrichtungen mit den Amerikanern zusammen ein selbstverwaltetes Studierendenwohnheim schaffen, in dem die Studierenden Demokratie lernen können. Und das war tatsächlich dieses Gebäude, das ihr hier seht. Das war das alte CA, also das alte Collegium Academicum. Deswegen hat es auch leider diesen akademischen Namen bekommen damals, den wir bis heute auch aufgrund von Bekanntheitsgraden weiter so behalten haben. Es gibt aber eine große Diskussion in unserem Projekt über diesen Namen. Dann ist Folgendes passiert. Dieses Wohnheim hat weiterhin bestanden, ungefähr 30 Jahre, und dann hat die Uni Verwaltungsgebäude gebraucht, und es gab auch innerhalb der Stadt geteilte Meinungen über das Collegium Academicum von damals, und das wurde letztendlich nach einer dreijährigen Besetzungsgeschichte auch geräumt. Erhalten hat sich aber ein Verein, der Collegium Academicum Verein, der dann auch ab 1985 politisch aktiv wurde, indem er mithilfe eines Fördervereins 3 WGs in der Altstadt sozusagen angemietet hat und damit günstigeren Wohnraum geschaffen hat. Und in diesen WGs, der Block 93, haben sich dann weiterhin eben Studierende, so ungefähr an die 12 bis 15 oder sowas, getroffen, um politisch aktiv zu werden, Diskussionsrunden zu veranstalten und so weiter. Und auch ein Teil dieser WGs besteht auch bis heute. Aus diesen Gruppen hat sich letztendlich auch das neue Projekt entwickelt. Und da kann man eigentlich einen ganz zentralen Punkt, ganz zentralen Beweggrund unseres Projektes auch erkennen. Und zwar haben wir einfach gemerkt von Anfang an, dass wenn man zusammenlebt, man sehr viel politisch aktiver werden kann und auch sehr viele Projekte sehr viel besser stemmen kann, wenn es quasi an einem und demselben Ort funktioniert. Und genau das war damals eigentlich auch 2012 dann letztendlich der Grund, wieso wir dieses neue Projekt angefangen haben. Und zwar gab es da diesen Bildungsstreik. Ich war damals selbst noch ziemlich jung. Ich kann da nichts von berichten, so genau, was die Gründe waren. Auf jeden Fall ist im Zuge dieses Studierendenprotestes ist die Idee entstanden, freien Bildungsraum zu schaffen. Man hat dann aber ganz schnell gemerkt, dass die Idee, kostengünstigen freien Bildungsraum zu schaffen, eigentlich nur geht, wenn man diesen Raum auch in einen Wohnkomplex mit einbindet, um eben auch die Größe und die freie Zugänglichkeit für alle zu gewährleisten, für die gesamte Stadt sozusagen. Und ist dann relativ schnell auch dazu übergegangen, 2013 ein Wohnprojekt zu beginnen, und hat dann auch den neuen Verein sozusagen gegründet. Wir sind auch relativ schnell mit dem Mietshäuser-Syndikat in Kontakt gekommen. Ganz einfach aus dem Grund, weil das Mietshäuser-Syndikat in der Lage ist, haben wir auch schon gesehen,
hybride Projekte auch sehr gut zu integrieren, also nicht nur Wohnprojekte, sondern auch Projekte, die zum Beispiel Bildungsräume, Kulturräume oder sowas schaffen. Und natürlich auch, und das ist ein super wichtiger Punkt, es war eine studentische Gruppe, die da im Werk war, und wie das so meistens ist, besitzt keiner dieser Studierenden oder hat damals keiner dieser Studierenden Eigenkapital besessen. Und da ist es ein großer, großer Unterschied zum Beispiel zu irgendwie anderen Wohnprojekten, wo ja so trotzdem sehr oft das Eigenkapital von den Leuten mit reingebracht wird. In den nächsten 3 Jahren ist dann relativ viel passiert. Wir haben uns immer weiter vergrößert von der Idee her. Am Anfang hat man eigentlich nur gedacht, dass wir so einen kleinen Altbau renovieren und dann einen Anbau mit so einer Veranstaltungsaula machen. Ganz einfach aus Kostengründen, die Aula dann letztendlich gebracht hätte, haben wir uns entschieden, immer größeres Wohnheim sozusagen daraus zu machen. Sind dann letztendlich auch an einen Architekten gekommen, der uns Neubauvorhaben vorgeschlagen hat. Was bei uns relativ glücklich war, weil wir eben relativ viele Flächen haben, die früher vom US-Militär sozusagen als Basis genutzt wurden, die jetzt freigelassen wurden und an die Stadt zurückgegeben wurden. Und die kann damit halt relativ frei hantieren. Und deswegen bekommen wir relativ viele Neubauflächen auch in Mannheim und Heidelberg. Und 2017 haben wir dann letztendlich sogar schon auch mit der Planung zusammen mit diesen Architekten begonnen. Was ganz wichtig ist, bis dahin waren wir noch nicht Mitglied des Mietshäuser-Syndikats. Und so geht es ganz vielen Projekten. Die fangen erst an zu planen, fangen erst an, die Rekkredite schon mal so ein bisschen vorzusammeln, und irgendwann treten sie dann bei oder werden aufgenommen ins Mietshäuser-Syndikat. Das muss das Mietshäuser-Syndikat nämlich auch beschließen. Das ist dann letztendlich 2018 passiert. Das war ein ziemlich wichtiger Schritt für uns. Und wie ihr seht, ist es dann auch relativ schnell gegangen, dass wir ziemlich große Summen an Direktkrediten gesammelt haben, 1,5 Millionen. Insgesamt sind wir bei 3,5 Millionen inzwischen für unsere beiden Bauten, also den Altbau und den Neubau. Begonnen mit dem Neubau haben wir aber letztendlich eigentlich erst im Mai 2019, das steht da falsch, glaube ich. Baubeginn war 2020 und der Baubeginn des Altbaus wird auch erst kommen. Der fängt jetzt dann im Juli auch an, wo wir dann jetzt auch in den Neubau einziehen werden. Ich wollte euch einmal ganz kurz das neue Kollegium Akademikum in der Übersicht zeigen. Einmal hier den Plan. Wir haben ganz links, ihr seht meine Maus, doch, ihr seht, ja, perfekt, diesen Altbau. Dazu werde ich kurz noch was sagen können. Den fangen wir bald an zu renovieren. Dann haben wir hier so unseren kleinen Altbau, so klein ist er gar nicht, aber das ist das Pförtnerhäuschen, wo wir so ein kleines Ladencafé machen würden. Und dann haben wir hier den großen Holzneubau, der insgesamt 176 Studierende, Azubis und Promovierende beherbergen wird. Und in der Mitte unser ganz zentrales unser Lieblingsraum, die Aula. Und dazu muss man auch noch sagen, da sind noch Gemeinschaftsräume, eine Werkstatt, die hier angrenzen wird, also offene Werkstatt und Gemeinschaftsgärten und auch ein Dachgarten drauf. Genau, ich zeige euch einmal ganz kurz Bilder vom Bau. Das wollte ich euch einfach nicht vorenthalten. Das ist schon ein bisschen älter, aber so sieht es ungefähr aus gerade. Ja, also hier ist unser Neubau, da ist unser schöner Altbau, das Pförtnerhäuschen. Da seht ihr nochmal die Holzfassade ein bisschen. Und da die Aula, genau, hier, alles noch sehr nach Baustelle aus. Und hier haben wir den Altbau. Genau, und da haben wir noch einen Blick auf das, wie gesagt, kleine Haus, haha. Genau. Okay, ich wollte euch auch noch kurz ein Bild von der Projektgruppe zeigen und damit dann auch in die Selbstorganisation bzw. Selbstverwaltung übergehen. Ganz wichtig ist zu sagen, ihr seht bei Weitem nicht alle Projektgruppenmitglieder, aber ich wollte euch einfach mal auch Gesichter dafür geben, um zu zeigen, es entsteht jedes Mietshäuser-Syndikat-Projekt entsteht aus einer Gruppe von Leuten, die eine selbstorganisierte Projektgruppe bilden. Und auch bei unserem Projekt hat es aus einer Gruppe von 12 Leuten ungefähr angefangen. Wir sind jetzt inzwischen, würde ich sagen, so um die 50 aktiven Leute, wobei das natürlich gerade auch immer mehr wird, weil wir jetzt gerade schon die ganzen BewohnerInnen, die zukünftigen BewohnerInnen ausbilden.
hoffentlich werden wir dann 176 Aktive. Ob das so klappt, schauen wir dann mal. Genau. So, dann einmal ganz kurz zur Selbstverwaltung. Ein ganz wichtiger Pfeiler, nicht nur im Sinne des Mietshäuser-Syndikats, aber eben ganz zentral bei allen Mietshäuser-Syndikatsprojekten, ist die Selbstverwaltung. Das heißt, wir dürfen keine äußeren Träger sozusagen mit in unsere Projekte bringen, sondern wir müssen eigentlich die Sachen wie Miete, Mietverwaltung und so weiter alles selbst organisieren, dürfen aber deswegen halt auch komplett frei über diese Projekte bestimmen mit den guten Einschränkungen, die die Neuburg gerade schon erklärt hat. Und das ist eigentlich auch der zentrale Unterschied, der uns zum Beispiel vom Studierendenwerk oder sowas unterscheidet. Weil wir als Wohnheim, das wir jetzt dann werden, komplett über unser Eigentum bestimmen können und verfügen können. Ich will euch da gar nicht so weit einführen, das ist ziemlich komplexe Grafik oder Bild, das ich euch da gegeben habe. Ich wollte euch nur mal zeigen, es gibt kleinere Gruppen, aber auch wir als große Gruppen müssen uns basisdemokratisch bzw. konsensorientiert organisieren. Und deswegen haben wir hier so ein Organigramm erstellt, im Baum illustriert. Und auch das funktioniert, wenn man sich überlegt, wie man die Aufgaben gut teilt und wie man sozusagen das Plenum, also alle BewohnerInnen als Plenum zum zentralen Entscheidungsorgan macht und das auch beibehält, sozusagen. Ich wollte euch ganz kurz noch einen kleinen Einblick in die Erstbelegung, die wir gerade machen, geben, weil das schon auch ein wichtiger Teil von so einem großen Projekt ist, wo wir schon auch merken, dass es gar nicht so einfach ist, wenn man keinen wirklich festen Einzugstermin oder sowas hat und plötzlich mal Probleme mit Bauzeitverzögerung oder so, wie wir es jetzt wirklich schon mehrmals hatten, dann auch wirklich 176 Leute da reinzubringen. Wir haben uns natürlich auch ganz oft gefragt, wie wählen wir die Leute eigentlich aus, die da einziehen können? Und da ist es sehr wichtig zu sagen, wir haben keine harten, festen Kriterien. Wir machen sozusagen Auswahlgespräche, ohne dass die Leute irgendwelche Leistungen da erbringen müssen oder sowas, sondern es geht vor allem um Kennenlernen. Und wir ziehen unsere Auswahlen anhand eines Leitbilds, das wir in so ein paar Projekttagen oder sowas entwickelt haben, das vor allem auf Dinge abzielt, wie identifizierst du dich mit den Zielen von dem Projekt, das wir hier haben, also Nachhaltigkeit, was verstehst du darunter und so. Oder auch eine offene und egalitäre Ausgestaltung des gemeinsamen Zusammenwohnens ist da zum Beispiel auch mit dabei und so. Und so füllen wir jetzt so langsam diesen Balken immer weiter auf und haben jetzt, glaube ich, 125 Leute oder sowas. Genau. Okay, ganz wichtiger Teil, der irgendwie dadurch, dass wir so einen tollen fancy Holzneubau haben, ganz oft nach hinten dreht, ist, dass wir eigentlich zu 50% auch ein Bildungsprojekt sind. Das wird in mehreren Sachen, die wir machen, auch klar. Und da steht irgendwie auch ein bisschen so zentral die Frage, was unterscheidet uns da eigentlich von irgendeiner klassischen universitären Einrichtung? Und wir haben uns da ganz viel Gedanken zu gemacht. Ich wollte euch einfach nur mal ganz kurz einen Überblick zu geben. Einmal, was wir ganz zentral finden, ist die Selbstverwaltung. Weil das so ein empowerndes Mittel ist, um Leute, die eigentlich aus ganz fachfremden Disziplinen kommen, Leute, die eigentlich noch nie wirklich die Erfahrung gemacht haben, Verantwortung zu übernehmen, in kürzester Zeit eigentlich zu wirklich extrem kompetenten Leuten heranwachsen lässt und eben aber auch zu sozial kompetenten Leuten, die mit ganz vielen anderen zusammenarbeiten können. Außerdem haben wir es geschafft, mit unserem Projekt hoffentlich dann auch weiterhin einen sehr, sehr großen Raum zum Ausprobieren und Experimentieren zu schaffen. Wir haben jetzt schon ganz viele so Summercamps und irgendwie Veranstaltungen bei uns auf dem Projekt gemacht, wo wir auch Leute von außerhalb schon dabei hatten, denen wir ein bisschen was Handwerkliches gezeigt haben, aber gleichzeitig auch so Bildungsprogramme gemacht haben. Und was in den Altbau reinkommt, wird auch nochmal ganz spannend. Da werden 50 Personen ein Orientierungsjahr geboten bekommen. Wir haben wissen noch nicht genau, wie das heißen wird, aber das soll quasi für Leute, die zwischen
zwischen zwei Welten sozusagen stehen, also Schule, Ausbildung irgendwie so und weiterem Lebensweg einfach so ein Jahr geboten werden, um sich auf ihrem Weg so ein bisschen orientieren zu können. Nicht rein akademisch, ganz wichtig, sondern eben auch alternative Lebenswege und Ausbildung und so weiter. Das wird dann wahrscheinlich im Sommer, nee, Herbst 2023 anfangen. Genau, und was auch noch ganz wichtig ist, wir haben explizit immer gesagt, dass wir ein Teil der gesamten Stadt sein wollen. Das heißt, wir wollen offene Veranstaltungen machen und auch einen offenen Raum für Initiativen bilden, bieten, die dann zum Beispiel unsere Veranstaltungsaula nutzen können. Aber zum Beispiel auch die Stadt hat jetzt schon einige Male angefragt, ob sie da auch was nutzen kann in dieser Aula, weil es eben auch so selten ist, dass es solche frei zugänglichen Räume gibt, obwohl es eine krasse Universitätsstadt ist bei uns. Zu der Bildung gehört eben, wie gesagt, auch ganz viel selbst in die Hand nehmen und irgendwie vielleicht auch mit der Hand zu lernen. Deswegen haben wir in unserem Projekt auch ganz viel Eigenleistung gemacht. Hier seht ihr unsere CNC-Fräse, mit der wir 2/3 unserer gesamten Möbel selbst gefräst haben. Also wir sind schon fertig. Die bauen wir dann auch selbst zusammen. Rein finanziell werden wir auch oft gefragt, das lohnt sich auf jeden Fall. Weil allein durch den Kauf der Fräse und dadurch, dass wir es selbst machen, haben wir eigentlich schon den Möbelkauf schon wieder drin. Ganz wichtig war uns da aber vor allem eben, dass wir möglichst vielen Leuten sowas beibringen können und mal zeigen können, hey, es geht eben auch irgendwie in Eigenproduktion. Wo man natürlich auch viel lernt, wie krass es eigentlich ist, so viele Möbel herzustellen selbst. Ja. Funktionieren tut es mit so Stecksystemen. Das ist ein bisschen wie bei IKEA. Genau. Viel zu fancy Grafik, ich weiß. Ich wollte nur noch mal auf unser dritten Pfeiler Nachhaltigkeit abzielen. Bitte lest euch das nicht durch. Ich will da nur auf 2 Punkte hinaus. Wir wollten immer schon seit Anfang des Projektes auch vielleicht einen Gegenpol zu vielen anderen Wohnmöglichkeiten oder so bieten, indem wir nachhaltiges Wohnen möglich machen. Ein ganz wichtiger Teil davon und auf den will ich auch erstmal hinaus, sind natürlich auch bei Nachhaltigkeit der Erhalt der sozialen Ziele. Die meisten anderen Passivhäuser, die wir so kennen, die ihr wahrscheinlich auch so kennt, sind fast unbezahlbar für die meisten Menschen. Und über das Mietzusätzlichkeit wird es eben auch möglich, solche nachhaltigen Projekte in einem sozialen Kontext zu realisieren. Und das ist uns ganz wichtig. Und ein ganz wichtiger Teil von Nachhaltigkeit ist eben nicht nur, ich baue fancy mit Holz und gebe das aber nur einer ganz kleinen, sehr reichen Community zur Verfügung, sondern ich baue auch suffizient, also sozusagen genügsam, um eben auch nicht zu viel Individualfläche oder sowas herbeizuführen. Und das war ein ganz zentraler Punkt bei uns in der Planung. Hier seht ihr mal ein Zimmer von innen. Wie gesagt, wir in dem Neubau jetzt. Wir sind ein fast reiner Holzbau. Das ist ziemlich einzigartig in Deutschland tatsächlich. Das Einzige, was eigentlich Beton ist, ist die Grundplatte. Das ist aber recycelbarer Beton. Und dann noch so die Laubengänge, also die Aufgänge, die Treppenhäuser sozusagen, die aber außen liegen. Die Zimmer selbst sind aber, wie ihr seht, eigentlich komplett fast mit Holz ausgestattet und das ist eigentlich auch auf dem Markt so fast nicht vorhanden, weil wir auch die Verbindungen von Stockwerken mit Holz geregelt haben. Das heißt, wirklich verbaut ist da eigentlich so gut wie kein Metall und so gut wie kein Beton. Wenn ihr später noch Fragen habt, wieso Holz nachhaltig ist oder so, ich finde es gar nicht so banal manchmal, aber dann könnt ihr da gerne auch noch Nachfragen stellen. Was die Suffizienz angeht, ist vielleicht auch nochmal eine spannende Sache, vielleicht auch nachhaltig, um verschiedenen Wohnkonzepten oder so gerecht zu werden. Wir haben in unseren WGs, das sind 4er-WGs meistens, haben wir so individuelle Stecksysteme, also so Schiebewände, flexible Schiebewände, wo wir die Zimmer innerhalb von kürzester Zeit umändern können zwischen 7 Quadratmeter Individualzimmer und 14 Quadratmeter Individualzimmer, um dem Bau, den man baut, letztendlich auch zu ermöglichen, sich an die Bedürfnisse der Bewohnenden anzupassen. Was ja ein ganz großes Problem ist, weil sich Wohnbedürfnisse über die Zeit von 50 Jahren oder sowas extrem verändern können. Und man sollte aber eigentlich schaffen,
dass sich Gebäude dem auch anpassen müssen, dass man sie nicht immer gleich wieder abreißen muss oder so. Und deswegen haben wir hier quasi diese Stecksysteme gewählt, wo man eben darüber entscheiden kann als WG zusammen, hey, will ich eigentlich mehr Gemeinschaftsfläche oder will ich mehr Individualfläche? Und so aktuell kann ich auf jeden Fall sagen, dass über die Hälfte der Leute, die wir bisher so abgefragt haben, alle auf 7 Quadratmeter wohnen wollen. Dass man zahlt natürlich dann genau die gleiche Miete für trotzdem. Stichwort dafür, das habe ich noch gar nicht gesagt, das ist vielleicht trotzdem schon sehr wichtig für euch auch zu wissen, wir kommen so mit dem ganzen Finanzierungssystem im Neubau und so, kommen wir auf 314 Euro warm. Das ist für ein pro Zimmer, also pro 14 Quadratmeter Zimmer sozusagen. Den genauen Quadratmeterpreis ist, glaube ich, jetzt erstmal irrelevant. Müsste ich auch jetzt gerade nachgucken, aber es geht ja vor allem um die Zimmer, die man zahlt. Das ist für ein Mietersyndikatsprojekt relativ teuer, würde ich sagen. Für Heidelberg aber überhaupt nicht. Und eben auch für einen Neubau, den man aus Holz baut, eigentlich nicht. Und das schaffen wir nur über das nicht profitorientierte Modell des Mietersyndikats. Und das ist total wichtig, nochmal zu erwähnen. Im Altbau würde es wahrscheinlich, wir haben da verschiedene Modelle, also sozialen Wohnungsbau drin, aber auch so ein bisschen anders, wird es ungefähr so 205 bis 250 Euro sowas kosten. Warm, ne? Also nicht kalt, sondern warm. Cool. Einmal, um vielleicht die Dimension auch mal noch zu zeigen, das ist ein Finanzplan des Neubaus. Der Altbau kostet ungefähr nochmal 10 Millionen Euro. Also wir sind so ungefähr bei 30 Millionen Euro insgesamt bei dem Projekt. Und hier seht ihr, wie sich das aufteilt. Und es kommt ganz wichtig nochmal, wir sind alle Menschen, die kein Eigenkapital haben. Und auch hier funktioniert es wieder so, wie die beiden von der Neuburg gerade schon so schön erklärt haben. Wir kriegen eigentlich keine Bankkredite deswegen. Und deswegen brauchen wir nachweisbares Eigenkapital. Und dieses nachweisbare Eigenkapital kriegen wir bei der Bank dargestellt, sozusagen, indem wir direkt Kredite einfordern. Und das machen wir eben im Fall des Neubaus mit 2,5 Millionen Euro. Und wir haben dazu auch noch angenommen, und das ist auch relativ gut gelaufen, dass wir viel Eigenleistung machen. Deswegen, das kann man auch wieder als Eigenkapital werten von der Bank sozusagen und Sponsoring bekommen von bestimmten Baufirmen und so weiter. Und dann haben wir von der Bank sozusagen diesen Förderkredit bekommen. Zusätzlich haben wir noch Fördermittel eingeworben, relativ viele, was natürlich einfacher ist beim Neubau, leider, weil ja die Regierungen halt irgendwie lieber auf innovatives Bauen aus sind oder so, aber wir haben uns da sehr darum bemüht, dass wir einige von denen bekommen, so unter anderem KfW oder so, Holz Innovativ, das ist quasi eine Förderung für den Holzbau, aber auch zum Beispiel diese flexiblen Zimmer, das ist eigentlich unser größter Fördergeber, die werden auch gefördert. Genau. Beim Altbau sieht es ziemlich ähnlich aus. Da haben wir ungefähr 1,5 Millionen Direktkredite angenommen. Genau. Das war eigentlich soweit auch schon die Vorstellung von unserem Projekt. Ich wollte nur am Ende noch mal ganz kurz dieses Bild zeigen, weil ich das so unfassbar schön finde, weil es irgendwie so diese Utopie dieser Wohnprojekte ein bisschen darstellen kann. Das war eine kleine Aktion, die wir mal gemacht haben, wo wir einfach ein bisschen geträumt haben und unser Projekt mit schönen Tieren und Pflanzen und so weiter, die mit in unserem Projekt wohnen, gestaltet haben. Und die Frage da oben ist, glaube ich, eine ganz zentrale Frage, die man sich irgendwie auch als junger Mensch so ein bisschen stellen kann, nicht nur als studierende Person, sondern auch als alle jungen Menschen, die so ein bisschen auf der Suche sind. Und ich glaube, da können solche Wohnprojekte auf jeden Fall einen ziemlich guten Weg darstellen. Cool. Dann sind wir eigentlich auch schon am Ende angekommen von meiner kurzen Präsentation. Und dann würde ich einfach mal an die Hanna wieder zurückgeben, oder? Wir sind Fake, das autonome Referat für antiklassistisches Empowerment an der Uni zu Köln. Die Studierendenvertretung von und für Studierenden der ersten Generation und vor allem Klassismus und Chancenungleichheit auch an der Uni sichtbar machen. Der Vortrag hat im Rahmen des Housing Action Day Wohnen für Menschen statt für Profite stattgefunden
Und auch wir möchten für bezahlbaren Wohnraum etwas beitragen und selbst ein MHS-Projekt auf die Beine stellen. Dafür suchen wir aktuell motivierte Projektmitglieder, die studieren oder in der Ausbildung sind und auf dem Wohnungsmarkt benachteiligt werden, zum Beispiel, wenn du keine Kohle hast oder wenn du von Rassismus betroffen bist. Also meldet euch bei uns unter der E-Mail kontakt@afake-köln.de oder auf den Social-Media-Kanälen. Und dann können wir gemeinsam solidarischen, bezahlbaren Wohnraum schaffen.